Sie haben ihn. Die Polizei hat Christopher N. festgenommen. In Thailands Hauptstadt Bangkok spürten die Fahnder den mit internationalem Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Kinderschänder auf. Sein Gesicht verbarg er unter einem Handtuch. Im Internet war der Kanadier zu sehen, wie er offenbar mehrere Kinder vergewaltigte. Deutsche Kriminalbeamte fanden seine Identität heraus, erklärt Michael Morin von Interpol. Das Gesicht war digital verfremdet worden. Ein Experte, der für das deutsche Bundeskriminalamt arbeitet, konnte das aber rückgängig machen. Dem 32-Jährigen, der als Sprachlehrer in Südkorea arbeitet, drohen jetzt 20 Jahre Haft.